heute in den Hofgeschichten? Komm her, komm. Nee. Daniel Wehmeyers Harzer Höhenvieh muss auf eine andere Weide. Fahr weiter! In Hamburg kommen 95.000 Feldsalatsetzlinge in die Erde. So soll's nicht aussehen. Da hat jemand zu viel getrunken, glaube ich, da. In der Heide Einsatz für die Hütehunde. Bleib da raus! Das ist ja jetzt für sie auch ungewohnt, mit einem fremden Hund zusammenzuarbeiten. Und Heldrik Schramm will seine Produkte auf einem besonderen Markt präsentieren. Guck mal, tipptopp, du Fachleute am Werk, du, dann läuft das. In der Demeter-Gärtnerei Sannmann in Hamburg-Ochsenwerder stehen um 6 Uhr morgens 95.000 Setzlinge zum Einpflanzen bereit. Feldsalat fürs Freiland. Ey, die sind perfekt. Genau richtig. Betriebsleiter Markus Walkusch-Eiland ist in Begleitung gekommen. Heute ist sie dabei. Genau, heute ist Friedertag. Da hat sie ordentlich Auslauf. Meine Frau hat keine Zeit und die würde sonst den ganzen Tag zu Hause rumsitzen und sich langweilen. Ich habe noch eine. Markus sieht heute anders aus. Offenbar frisch rasiert. Von Sonntag. Meine Mutter hatte 80. Geburtstag und ich habe natürlich, wie sich das gehört, eine Rede gehalten und habe mal den Gepflegten raushängen lassen. In der Nacht ist es trocken geblieben. Nimmst du einmal hoch, dann muss ich nicht so. Kein aufgeweichter Boden also. So, heute ist perfekt. Wir arbeiten jetzt noch mal mit einem ganz leichten Gerät vor. Da ist Christoph schon unterwegs mit so einer kleinen Einachsfräse, damit wir nicht so viel Bodendruck machen. Wir haben perfect conditions. Für die schwere Maschine, die gleich zum Einsatz kommt. So, ich muss aber hinterher jetzt schnell. Komm, Frieda. Ja. Der Acker ist vorbereitet. Zeit, die Feldsalat-Pflanzmaschine in Gang zu kriegen. Chefin Alina Sannmann hilft mit. Also es sind halt super viele Pflänzchen, ganz viele kleine Pflänzchen und die haben nicht so einen großen Abstand. Und man fährt dann so übers Feld und kann sie halt immer so reinlegen. Und dann spart man einfach unglaublich viel Zeit. Ne? Die Walze ist vom letzten Mal noch ein bisschen verstopft. Eigentlich soll die immer hinterher sauber gemacht werden. Aber derjenige, dem ich das aufgetragen hat, der hat das leider nicht gemacht. Aber jetzt ist das in Ordnung. Nach da ist vorwärts, nach hier ist rückwärts. Und dann ist hier die Lenkung. Pass auf. Azubi Jule soll heute das erste Mal die schwere Maschine lenken. So rum, ihr müsst höher, ihr müsst hoch, hoch, bitte. Ja, danke. Die Pflanzmaschine wiegt eine knappe Tonne. Wir müssen erstmal die Maschine in Position bringen und haben hier so eine. Diese Scheibe, die soll die Spur halten und die müssen wir fixieren. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, also brauche ich gerade mal Werkzeug. Nur wenn die Technik funktioniert, können sie ihr Ziel erreichen. 90 Jungpflanzen auf einen Quadratmeter. Wir sind noch nicht so weit. Drei Leute auf der Maschine und vorne trägt Jule die Verantwortung. Gerade fahren ist schwer. Gerade fahren ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Jule muss also viel Augenmaß beweisen, damit der junge Feldsalat dahin kommt, wo er hin soll. Döhle in Niedersachsen. Schäferin Josephine Schön hat heute noch einen Außentermin. Auf dem Hoffest der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide will sie auf ganz besondere Mitarbeiter aufmerksam machen, die Hütehunde. Dafür sind auch ihre Hunde Carlos und Alva mit dabei. Streicheln, ne? Ein Showfuchs sein. So, Kali? Mach mal Platz. Ja, wir machen nachher einen kleinen Hütehundestand, haben wir vorbereitet. Und Dagi ist mit ihren fleißigen Border Collies da. Und ich habe hier die Altdeutschen einmal mitgebracht, damit die Leute die unterschiedlichen Hunderassen sehen können und nachher auch sehen, wie die Hunde arbeiten an den Schafen. Genau. Gleich sollen Josephines altdeutsche Hütehunde Strobel Carlos und Harzer Fuchshündin Alva dem Publikum zeigen, was sie können. Doch vorher ist Josephines Schäferkollegin Dagi mit ihrer Border Collie-Hündin dran. Diese Hunde stammen ursprünglich aus dem Grenzgebiet zwischen England und Schottland, wo sie an großen Schafherden arbeiten. Wir sehen
sehen jetzt hier, diese Hunde sind dafür gezüchtet worden, dass sie die Schafe einholen und dem Schäfer bringen. Also die werden immer hinter den Schafen auf dieser Position arbeiten. Das haben die genetisch vorgegeben. Diese Hunde sind spezialisiert dafür, dass man die Schafe von einer Koppel zur nächsten bringen kann oder sie zum Stall holt oder kleinere Gruppen sortiert oder wohin bringt. Border Collies gelten als extrem intelligent und bewegungsfreudig. Deshalb werden sie mittlerweile auch als Arbeitshunde auf den weitläufigen Flächen der Lüneburger Heide eingesetzt. Hier sehen Sie jetzt, dass die Schäferin gerade eine Gruppe Schafe versucht zu trennen. Also wenn man mal ein Tier hat, was verletzt ist, was man untersuchen möchte, dann kann man mit diesen Hunden auch die Schafe schädigen, also splitten. Da die Hunde auf große Entfernungen eingesetzt werden, gibt Dagi die Kommandos mit einer speziellen Pfeife. Bis zu 200 verschiedene akustische Signale gibt es. Man muss da wirklich lange üben. Üben tue ich meistens, wenn ich ohne Hund im Auto fahre. Dann pfeife ich, habe ich im Auto gepfiffen, bis man es kann. Weil wenn ein Hund dabei ist, kann ich nicht pfeifen üben. Jetzt will Josephine die Fähigkeiten ihrer Harzer Fuchshündin Alva zeigen. Alva hier. So, Alva ist ein altdeutscher Hütehund, ein Fuchs. Und diese Hunde haben eine ganz andere Aufgabe. Also die sind eher dafür gezüchtet worden, dass sie in einer Grenze, also ob das jetzt eine Feldgrenze ist, eine Weggrenze, da spielen sie sozusagen die ganze Zeit mobiler Zaun und laufen vom ersten bis zum letzten Schaf abwärts, um den Schafen zu signalisieren, dass sie nicht über diese Grenze hinaus sollen. Da wir jetzt hier nicht so eine richtige feste Furche, also keine feste Grenze haben, stelle ich sie nachher an den Zaun und da können sie mal ganz gut beobachten, wie sie läuft. Ich hoffe, dass sie das an der kleinen Gruppe ganz gut macht. Josephine will dem Publikum mit Alva jetzt die Arbeitsweisen der unterschiedlichen Hütehunde zeigen. Die Weideflächen in Wolfshagen im westlichen Nordharz. Hier wächst kaum mehr Futter für das Harzer Höhenvieh von Biobauer Daniel Wehmeier. Deutlich früher als in den vergangenen Jahren muss Daniel seine Tiere auf eine andere Weide treiben. Dafür hat er heute alle seine Leute zusammengetrommelt. Andi, cool, dass du da bist. Hi. Daniel, grüß dich. Na, wie ist denn? Moin, gut. Die große Herausforderung liegt ja, die Tiere kennen den Weg nicht. Also wir müssen das so abzäunen, dass sie nicht runterlaufen ins Dorf. Und dann müssen wir auch jeder Weg, der runtergeht Richtung Wolfshagen, absperren. Weil die Kühe wollen ja immer nach unten laufen. Genau. Ja. Andi, und du guckst noch mal einmal rum mit deinem Drahtesel, ob alle hier in der Gruppe sind. Nicht, dass wir eine abgesetzte Kuh haben, die irgendwie separat liegt. Vorhin waren sie alle da. Hab's oh, das ist gut. Das ist gut. Na, nicht, dass wir eine vergessen. Ja. Die neue Weide liegt gut 2 Kilometer entfernt auf der anderen Seite der Bundesstraße. Viele Gefahren, die Daniel beachten muss. Die Rolle brauchen wir hier eigentlich nicht, ne? Doch, hier gleich beim Rausfahren laufen. Dann nehmen wir Flatterband. Gut. Ne, wenn irgendwer den Weg lang fährt, das okay. Flatterband, das reißt ja durch. Wenn ihr mit dem E-Bike reinzimmert und wir haben die Lize liegen, dann liegt der auch. Also Strom ist kräftig drauf, ich mache den Strom jetzt mal aus. Und wir werden jetzt den Weg, den die Tiere laufen sollen, die müssen ja so einen Gang lang laufen und nicht runter ins Dorf und quer in den Wald. Diesen Weg müssen wir abzäunen. Und der Zaun muss so gut sein, dass die Tiere wissen, wo sie lang müssen. Er muss auch so provisorisch sein, dass wir nicht wahnsinnig viel Arbeit haben. Daniels Eltern und seine Auszubildenden bereiten die Strecke vor. Er selbst bleibt mit seinem Freund Andi bei den Tieren. Wichtig ist, dass die Herde trotz Futterknappheit ruhig bleibt. Kommt her, kommt! 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 So, du kannst jetzt was fressen. Du auch, kommt her, kommt! Ich habe ja die Hoffnung, wenn alle hier dicht beim Wasser stehen, dass dann eine Kuh wenigstens auf die Idee kommt, zu saufen und dann machen alle anderen mit. In Wolfshagen stehen Daniels wertvollste Zuchttiere. Ohne Bullen in unmittelbarer Nähe können sich die weiblichen Tiere hier in Ruhe entwickeln. Sicher, wenn das jetzt bessere Weidegründe wären, saftiges Gras, dann würden die 50 Kilo schwerer sein. Aber für das Zuchtvieh ist das gar nicht so wichtig. Die brauchen Zeit, um sich richtig zu entwickeln, um dann mit 2 Jahren zum Bullen zu kommen und dann noch großrahmige Kühe zu werden.
Aber jetzt können sie hier in Wolfshagen nicht mehr bleiben. Na, das Gras ist weg. Ne? Die starke Trockenheit, die hat gemacht, dass wir hier kein Weidefutter mehr haben. Die Weide ist leer gefressen. Die Tiere sind noch ein bisschen ruhig, aber was hier steht, ist quasi abgefressenes Gras. Deswegen muss Daniel die Kuhherde jetzt dringend auf die neue Weidefläche treiben. In den Vier- und Marschlanden fährt die Feldsalat-Pflanzmaschine zentimetergenau ihre Bahnen. Ja genau, jetzt kommt er so langsam hier rüber. Du kriegst das schon hin. Betriebsleiter Markus unterstützt Azubi Jule beim Lenken. Sie fahren zwar nur im Schneckentempo, aber auf den Feldern geht das Pflanzen per Maschine viel schneller als nur per Hand. Ja, haut hin. Die Gärtnerei bezieht die Setzlinge von einem Biobetrieb in Niedersachsen, der sich auf die Produktion von Jungpflanzen spezialisiert hat. Also wir haben da unten Pflanzschare, da sieht man eigentlich ganz schön, wo die Pflanzen rauskommen. Ja, das sind Metallschare, die so eine Furche hier in den Boden machen. Und dann drücken rechts und links die Reifen die Pflanzen ein bisschen an hier, dass die fest im Boden stehen. Ja. Seine Sennenhündin Frieda muss brav sitzen bleiben, damit der frisch gepflanzte Feldsalat nicht gleich wieder zertrampelt wird. Die Arbeit erfordert volle Konzentration, auch bei Anne. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass immer was nachkommt. Dann, also zum Beispiel Alina hat jetzt gerade die Aufgabe, dass sie eben ab und zu Kisten nachreicht. Und deshalb muss man dann ab und zu ihre Bahn quasi mitdecken. Das heißt, man hat dann 4, manchmal 5 Bahnen. Man guckt immer so ein bisschen auf die Nachbarn, wie die da klarkommen. Manchmal verstopften Bahnen, da muss man gucken, dass man das wieder so ein bisschen sauber bekommt und es dann wieder läuft. Aber wenn man dann erstmal im Rhythmus ist, dann läuft es meistens ziemlich gut und macht auch Spaß. Der Feldsalat ist robust und kann auch noch im Winter in den Gemüsetunneln und Gewächshäusern geerntet werden. Oh, herrlicher Morgen, ne? Alles passt heute irgendwie. Alle, die das hören, sind frei. Alle, die das hören, sind frei. Die Pflanzleistung genau kalkuliert. 9000 Setzlinge pro Stunde, damit es sich rechnet. Die Walze ist einmal der Antrieb und dann lassen sich der Boden wird ein bisschen verdichtet, damit die Pflanzen gut und sicher stehen. Ein kleines bisschen nur, aber hauptsächlich eigentlich der Antrieb. Und, warte mal. Und das sind zwei Walzen, die sich unabhängig voneinander steuern lassen. Und das ist gleichzeitig die Lenkung. Ja, also darüber kann man ganz langsam, jetzt kommst du zu weit zu dir rüber, glaube ich. So soll es nicht aussehen. Guck mal, da war die letzte Pflanzung. Da hat jemand zu viel getrunken, glaube ich, da. Aber Jule hält die Spur. Es macht Spaß, es ist nicht so einfach, gerade zu fahren. Du musst ganz langsam lenken und dann warten, ob es die richtige Richtung ist und sofort schon wieder gegenlenken, wenn man noch gar nicht wieder auf der Spur ist. Also, ja, ist tricky. Allein auf diesem 700 Quadratmeter Feld müssen heute 60.000 Jungpflanzen in die Erde. Und alle verlassen sich dabei auf die Lenkkünste von Azubi Jule. Als Novizin ist das ganz großartig. Also das ist völlig in Ordnung. Das haben wir schon viel schlimmer gehabt. Und das stört den Feldsalat ja letztendlich auch nicht. Ich finde es einfach fürs Auge ist es ganz toll, wenn immer alles gerade läuft. Die grünen Pflänzchen sind übrigens nicht nur als Feldsalat, sondern auch als Rapunzel oder Ackersalat bekannt. Ich bin echt zufrieden. Das sieht gut aus. Wir haben tolle Pflanzen, wir haben optimale Verhältnisse. Großartig. Die bisher beste Jahresernte? 45.000 Kilo. Der Feldsalat, eines ihrer wichtigsten Produkte. Ungewöhnliche Frühschicht auf Hof Schramm in Schwienkuhlen. Es ist Sonntagmorgen, kurz nach 5. Heldrick ist fast startklar für seine Markttour nach Eckernförde. Ausgerechnet jetzt klemmt das Stützrad vom Hänger. Das sind ja so Momente am Morgen, ne? Die findet man dann so richtig gut. Muss mir noch mal was anderes einfallen lassen. Deshalb lohnt sich das doch immer, alles rechtzeitig fertig zu machen und nicht auf den letzten Peng. Das Stützrad wird jetzt ja noch, muss noch einmal eingeklappt werden.
Aber es ist verkehrt rum, weil man den Sicherungsbolzen jetzt nur zu dieser Seite wegnehmen kann. Und da kommt ja hier die Deichsel. Mal legen wir ihn da einmal auf die Kante. Das müsste vielleicht schon ausreichen, genau. Keine 5 Minuten später ist das Problem gelöst. Genau, zack. Heldrick ist heute nicht der einzige Frühaufsteher auf dem Hof. Mutter Brigitte ist schon seit einer halben Stunde in der Hofküche am Werk. Wo willst du das denn haben? Auf welche Seite? Auf diese Seite. Stell darauf am besten. Oha, das sieht doch gut aus. Und Knus nehme ich schon mal. Auf dem Green Market in Eckernförde soll heute ja gegrillt werden. Und die Grillwurst alleine, so lecker wie sie auch schmeckt, aber ohne Brot, ist ja immer irgendwie noch nicht so richtig. Und ja, sonst haben wir Brot beim Bäcker backen lassen. Aber ach, jetzt so früh morgens am Sonntag ist es schon schwierig, das da zu kriegen. Und dann ist das auch immer so schnell trocken geworden, wenn es den ganzen Tag auf dem Markt war. 28 Dinkel Vollkornbrote hat Brigitte für Heldricks Markttag in Eckernförde gebacken. Das sind jetzt die Arbeiten oder die Stunden, die die Kunden dann gar nicht so sehen oder gar nicht so wahrnehmen können. Diese ganze Vorbereitung und Nachbereitung nachher, wenn man wieder hier ist. Einmal im Jahr findet der Green Market in Eckernförde statt. Ein Markt, auf dem regionale Direktvermarkter ihre Produkte zum Probieren und zum Verkauf anbieten. Den Großteil der Ware haben Heldrick und seine Freundin Christina gestern schon verpackt. Das sind halt jetzt unsere ganzen Sachen, die wir so brauchen. Hier vorne die beiden Grillgeräte und Senf, Ketchup und halt die verschiedenen Waren. Höchstens 10-mal im Jahr fährt Heldrick auf ausgewählte Märkte in Schleswig-Holstein, hauptsächlich zur Kontaktpflege. Ich sag mal nur rein, um dahin zu fahren, um die Waren zu verkaufen. Wenn man das rein nach Zahlen sieht, lohnt es sich eigentlich nicht so richtig. Aber es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern halt oft um das Netzwerk, um Leute zu treffen, die man sonst vielleicht nicht so trifft, Kontakte, um neue Kontakte zu knüpfen, weil es halt auch Spaß macht. Die Stellung auf dem Hof halten Mutter Brigitte und Bruder Hinrich. Sie kümmern sich heute für Heldrick auch um die Fütterung der Tiere. Freundin Christina fährt mit zum Markt. Wollen wir nochmal auf die Liste gucken? Oh, ja. Möchtet ihr euch ein bisschen stärken? Dann lang, das ist Mama, ne? Dann lang zu. Brot haben wir genug. Irgendwann wird einem sonst schlecht und man weiß gar nicht warum. Wenigstens ein bisschen was im Bauch. Denn der Tag in Eckernförde wird lang und allein die Fahrt dauert jetzt erstmal über eine Stunde. Zurück in der Lüneburger Heide. Beim großen Hoffest soll Josephines altdeutsche Hütehündin Alva jetzt eine wichtige Aufgabe meistern. Mit dem sogenannten Furchelaufen soll sie die Schafe vom Zaun fernhalten. Ah, warte, ich kann sie sonst mit dem Fuchs. Weiter, weiter, weiter. Steh, steh. Bleib da. Bleib da, raus. Raus. Furcht. Alva, raus. Alva, raus. Ja, ist, glaube ich, gut, Agi. Josephine hat Alva selbst ausgebildet. Alva hier. Bis zu 4 Jahre dauert die Ausbildung eines Hütehundes. Ich hoffe, Sie konnten es ganz gut sehen, dass der Hund an der Seite am Zaun lang gependelt ist. Das kann man eben jetzt beliebig machen. Wenn ich hier mit meiner Schafherde losziehe und wir haben hier keinen Zaun, dann kann ich ihn in den Weg reinstellen, dass er da aufpasst, dass die Schafe nicht auf die andere Seite laufen. Und das ist ja jetzt für Sie auch ungewohnt, jetzt mit einem fremden Hund zusammenzuarbeiten. Aber ich denke, die haben sich ganz gut eingefuchst. Auf dem Hoffest präsentieren heute alle Abteilungen der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide ihre Arbeit. Nämlich, wie sie dafür sorgen, dass die größten zusammenhängenden Heideflächen Europas erhalten bleiben. Die sind besonders jetzt zur Heideblüte auch ein Touristenmagnet. Damit das so bleibt, sind nicht nur die Schäfer wichtig. Das ist natürlich toll, dass die Forstwirte hier was zeigen, wie die Maschinen im Einsatz sind. Das ist natürlich auch wichtig für unsere Heidepflege. Also dort, wo die Schafe nicht unbedingt immer
ja, schaffen, alle kleinen Bäumchen kurz zu halten. Da müssen dann die größeren Maschinen her. Ja, und so ist unser Betrieb ziemlich vielschichtig. Also wir profitieren untereinander voneinander und helfen uns aus. Oh Gott, dein Pferdchen hat aber süße Zipfelohren. Hallo Magna. Auch sie sind Landschaftspfleger auf vier Beinen, die Dülmener Pferde. Josephine ist selbst Reiterin. Doch der Abstecher zu den Pferden ist nicht nur deshalb für sie ein Pflichttermin. Die robusten Tiere sind eine Mischung aus Haus- und Wildpferd. Sie haben in der Lüneburger Heide eine wichtige Aufgabe. Die Pferde sind bei uns ganz wichtig für die Landschaftspflege, so ähnlich wie die Schnucken auch. Die ergänzen sich super gut, weil sie ein bisschen anders fressen und ein bisschen anderes Futter bevorzugen. Und wir setzen die dann so ein, dass sie sich gut ergänzen, Schafe und Rinder und Pferde. Und da sind wir echt froh, dass wir von jeder Tierart welche haben. Dann ist es immer ganz schön, wenn man da mal mit vorbeischauen kann bei den Dömenern und genau. Hier sind tolle, vielseitige Ponys. Das beeindruckt mich immer wieder an ihnen. Quietsch, quietsch. Ohne die Arbeit der Tiere und Menschen würde die Lüneburger Heide schnell zuwuchern. Morgen will auch Josephine mit ihren Schafen und Hunden wieder dafür sorgen, dass das nicht passiert. Zurück in Wolfshagen im nördlichen Westharz. Biobauer Daniel W. Meyer treibt seine Tiere eng zusammen. Es ist einfacher, sie als Gruppe auf eine andere Weide zu führen. Kommt! Kommt! Ja, die sind recht träge und müssen auch dann den Ausgang alle finden. Und deshalb ist es für uns einfacher, wenn sie eng stehen und schon mal wissen, oh, jetzt passiert was. Es ist natürlich immer eine Spannung, eine kleine Spannung, dass alles gut geht. Auf der Straße zum Beispiel, weil wir auf die Bundesstraße müssen und da hoffen wir, dass uns kein Motorradfahrer reindonnert oder ein Autofahrer. Ja, das ist gut. So Mädels, jetzt machen wir einen Zaun auf. Tore, du bleibst mal hier stehen, dass sie nicht gleich rauspreschen. Weil ich mache das Tor breit auf. Mädels, wollen wir? Dann los. Kommt, kommt. Auf geht's. Jetzt kommt es darauf an, das richtige Tempo vorzulegen. Komm her, komm! Oh, hey, ja. Tore haben wir alle? Gut. Vater, fahr ein bisschen schneller. Wir wissen, es gibt was Gutes. Oh. Nur meine Kondition ist nicht mehr so gut, dass ich die 2 Kilometer durchhalte. Oh, in diesem Tempo. Komm her, komm! Nee, 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 nee. Komm her, komm! Fahr weiter! Komm her, komm, langsam! Also wir dürfen jetzt nicht zu schnell fahren, dass sie langsam. Fahr da ein bisschen langsamer! Mach mal einen ersten Gang rein! Ja, ich glaube nicht! Komm her, komm! Wir dürfen keinen verlieren! Die letzten, die gucken jetzt da hinten umher. Und gehen vielleicht durch den Wald. Ich sehe die letzte Kuh nicht. Oh. Aber wir müssen das als Herde zusammenhalten. Manche wollen laufen wie verrückt. Und die anderen, die machen einen schönen Spaziergang. Und das zu synchronisieren, dass alle zusammenbleiben, das ist jetzt die größte Herausforderung. Wenn die langsam gehen, dann überlegen sie sich schnell Quatsch, gehen rechts und links in die Büsche und fressen ein bisschen was. Wenn sie am Laufen sind, dann kommen sie gar nicht auf dumme Gedanken. Kommt mit, kommt! Selbst das Überqueren der Bundesstraße hat problemlos geklappt. Kommt! Komm her, komm! Also im Moment sieht es wirklich gut aus. Wir arbeiten ja mit den Tieren jetzt nur 2-mal im Jahr. Da müssen sie einmal hierher laufen, einmal wieder zurück. Vorweg standen sie 2,5-3 Monate auf der anderen Fläche. Und dafür läuft es echt gut. Also bin schon stolz auf meine Mädels. Der Marsch hat sich gelohnt. Kommt her, kommt! Auf den ersten Blick auch trocken, hat die neue Fläche doch deutlich mehr zu bieten. Hier finden sie richtig schönes Gras. Natürlich ist ihr Heu am Stiel da. Aber es ist auch im Sinne des Naturschutzes, dass wir hier nicht ganz früh weiden, dass sie Gräser aussamen und dass wir hier eine artenreiche Wiese hinkriegen. In den kommenden Wochen ist für ausreichend Futter gesorgt.
Maritimes Flair in Eckernförde an der Ostsee. Heldrik Schramm und seine Freundin Christina sind hier als Aussteller auf dem Green Market dabei. Die beiden haben für ihren Markttag einen guten Standplatz ergattert, direkt an der Hafenpromenade. Schön mittig, genau. Mal sehen, ob wir den Anhänger hier mit hinstellen können. Das natürlich wär von Vorteil, weil wir die Ware dann einfacher nachholen können. Wenn wir jetzt noch weit laufen müssen, ist immer ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir schon alles geklärt. Den Aufbau wuppen Heldrik und Christina heute Morgen alleine. Später zum Verkauf bekommen sie noch Unterstützung von Freunden und von Christinas Eltern. Die müssen dann auch beim Ranholen der Ware helfen, denn der Kühlanhänger darf hier doch nicht stehen bleiben. Er muss auf einen Sonderparkplatz rund 100 Meter weiter. Das ist ein Kompromiss. Genau, aber es ist ja auch hier heute nicht mehr ganz so warm, dass wir dann halt auch mehr Glaswaren wahrscheinlich am Stand platzieren werden, dass wir nicht zu häufig hin und her laufen müssen. Der Green Market findet jedes Jahr anlässlich des Green Screen Festivals, einem internationalen Festival für Naturdokumentationen in Eckernförde, statt. Heldrik ist von Anfang an als Aussteller auf dem Regionalmarkt dabei. Zum Green Market kommen auch wirklich Leute, die sich dafür interessieren, für direkt vermarktende Betriebe. Das ist jetzt ja kein Jahrmarkt hier, oder wo man jetzt ein Crepe isst und eine Runde Karussell fährt oder so, sondern der Markt steht halt hier für die Regionalität und die regionalen Produkte. Mittlerweile ist Unterstützung eingetroffen. Sabrina und Daniel Redepenning sind befreundete Nachbarn und helfen Heldrik und Christina gerne auf den Märkten. Ich versuche, diese Kupplung darauf zu drehen. Da will nicht. Eigentlich ist das Patent ja nicht so schwierig, ne? Ja, guck mal, tipptopp, du Fachleute am Werk, du, dann läuft das. Christinas Eltern verkaufen auch mit. Und das, obwohl Vater Uli heute Geburtstag hat. Na? Na okay. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, vielen Dank, meine Kleine. Aber wir haben dir auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Oh. Sauerfleisch in XXL-Karton. Ja. Dankeschön. Hey, damit mir ein Licht aufgeht. Wunderbar. Ohne die alle hier drumherum wäre das überhaupt nicht machbar. Genau, und die Familie ist halt der wichtigste Punkt. Ne? Also so würde das zu Hause nicht weiterlaufen und würde es hier auch nicht funktionieren. Wenn Christina nicht mithelfen würde oder Christinas Eltern, wäre das überhaupt nicht oder sehr schwer darstellbar. Ne? Um 10 Uhr startet der Markt und Heldriks frische Bratwürste und die Probierhäppchen ziehen schnell Kunden an. Ja, das ist schöne Pfeffersalami und eine Holsteiner Mettwurst vom Duroc-Schwein oder hier die Rindermettwurst. Möchten Sie auch gleich mal probieren? Auch in Sachen Netzwerk kommt Heldrik schneller als erwartet zum Zug. Oh, hier Heldrik ist Schramm ja schon Bauer Wurst Schramm auf dem Brett. Ja. Anne Bennett-Sturis vom Landwirtschaftsministerium und Ute Volkwarzen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, nehmen Heldriks Stand gleich am Vormittag ins Visier. Erzähl ein bisschen was über deinen Hof, Heldrik. Das ist so eine spannende Geschichte. Genau, wir kommen ja aus dem kleinen Ort Schwinkuhlen, sind reiner Direktvermarktungsbetrieb. Alle Tiere, die wir haben, werden direkt bei uns auf dem Hof vermarktet. Ob nun im Hofladen, Verkaufsautomat oder halt auch an einige Gastronomen. Der erste Kontakt für Heldrik, gleich ein Volltreffer. Und am Ende des Tages hat er auch viele Bestellungen kassiert.